und willkommen zu einer weiteren Folge von LS19. Von der Map Mühlkreis Mittelland mit dem Projekt der Long Long Farm mit Part 13. So, was machen wir heute? Also, wir hatten ja angefangen gehabt, hier abzuernten, aber leider können wir hier leider im Moment nicht weiterführen. Weil wir noch nicht so weit sind, weil es hier noch ein bisschen wachsen muss. Der Raps. Und deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Aber ich werde es mal versuchen mit einer Pflanzenschutzmittel mal drüber zu fahren. Weil mehr als versuchen kann ich ja ehrlich gesagt ja nicht. Alle mit Flüssigdünger. Aber gucken wir nach, ob wir das hier vorne nicht machen können, auf Feld 53. Sieht nicht so aus. Doch. Oder? Nein. Können wir leider nicht machen. Auch nicht. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte jetzt ja eigentlich ja vorgehabt, hier das Feld fertig abzuernten mit Raps. Aber das war wohl nix. Dann muss ich das leider anders machen. Dann stellen wir das erstmal wieder zurück auf den Hof. Geht ja leider nicht anders. Dann nehmen wir mal einen anderen Auftrag an. Dann tun wir halt eben Feld 47 Gruben.
Geht ja nicht anders. Aber der Fan sieht ja dreckig aus. Den muss ich mal waschen. Und auch mal reparieren lassen. Da fahren wir jetzt erstmal zu Feld 47. Das Gute ist ja dran, das Feld 47 ist ja direkt hier vorne. Also haben wir es ehrlich gesagt nicht weit. So, und dann machen wir uns mal an die Fettarbeit dran. Jetzt muss man ja dazu sagen, das geht ja jetzt ja auch schnell. Auf Feld 47. Und wir verdienen noch ein bisschen Geld da nebenbei. Man muss es immer positiv sehen. Außer natürlich ein Corona-Test. Den sollte man natürlich immer negativ sehen. Machen wir mal Tempomat an. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch warten, bis wir auf Feld 49 alles abernten können. Machen wir irgendwie kurz Rundumleuchten an. Und dann fahren wir wieder runter. Auf jeden Fall wird es jetzt hier nicht lang, wie gesagt, nicht lang dauern. Das Feld ist ja nicht groß. Und deswegen passt das eigentlich schon mit dieser Feldarbeit. Wenn wir Glück haben, können wir das die nächsten Tagen auch mit Saatgut ausbringen. Kommt natürlich immer drauf an, was gerade für Saatgut der Bauer haben möchte. Also was er jetzt da anpflanzen möchte.
das ist ja klar. Aber auf meine Felder habe ich dann jetzt erstmal nur Raps, weil mit Raps mache ich das meiste Geld. Aber das passt ja alles. Nur halt ist das doch ein bisschen schade, da ich da jetzt nicht weitermachen kann auf Feld 49. Aber das muss halt eben noch ein bisschen wachsen. Da kann ich leider nichts dran ändern. Deswegen, also ich mache mir auch ehrlich gesagt keine Sorgen, aber ich muss ganz dringend die Maschine reparieren lassen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht zum Yo-Pai fahre und mir da einen John Deere geben lasse. Natürlich einen großen John Deere Trecker. Da muss ich mal überlegen. Weil da müsste ich mir nicht extra Geld von der Bank leihen. Und das möchte ich dann natürlich auch wieder nicht. Da muss ich mal Gedanken drüber machen, ob ich das machen soll oder nicht. Deswegen. Aber müssen wir mal schauen. Deswegen, also ich mache mir darum auch ehrlich gesagt keine Sorgen. Und dann passt das alles. Und wenn ich mir 100.000 oder 200.000 von der Bank leihen muss, um mir so ein John Deere zu leihen, also besser gesagt zu kaufen, dann ist es auch in Ordnung. Die sind ja schnell abgezahlt. Deswegen. Aber das können wir ja gleich mal in Angriff nehmen. Ist zwar ein bisschen teuer, so ein John Deere, aber das macht ja nichts mit. Knapp 300.000, 400.000 ungefähr. Da muss ich aber noch mal genau gucken. Ich habe jetzt die Preise nicht so im Kopf.
Was ist denn schon, die er mich jetzt hier kosten soll? Oder auch eher gesagt wird. Deswegen. Ja, ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass der Fendt nach rechts, nach links zieht. Habe ich irgendwie das komische Gefühl. Ja, die paar Bahnen kann ich jetzt auch noch fahren. Sind ja jetzt noch zwei Bahnen. Von der Breite jetzt hier zwei Bahnen. Ich sag doch, jetzt zieht er nach links, nach rechts. Ja, ich muss ja die Maschine mal reparieren lassen. So. Fahren wir hier wieder auf dem Hofgelände drauf. Machen jetzt aber erstmal beide sauber. Fahren wir mal eben hier die Sachen dort vorne hin. Die Saatmaschine packen wir mal hier hinten hin.
da stimmt was mit meinem Laptop nicht. Warum ist er denn jetzt ausgegangen? Dürfte aber normalerweise nicht ausgehen. Alles merkwürdig. So. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Da gehen wir am besten hin. Wo ist das denn jetzt hier? Hier. Und kaufen uns das dann halt einfach nochmal neu. Dann passt das hier schon alles. Tun wir das mal reparieren. So. Und dann leihen wir uns Geld von der Bank. So, gucken wir nach, was der John Deere kostet. Doch, das müsste der sein eigentlich. Nee, das ist der. Von knapp 400.000 kostet der. Also der kostet jetzt 400.000, der John Deere. Und den werden wir beim Europay kaufen.
verkaufen. Und auf jeden Fall passt das ja alles dann. So. Yo-Pai, wir sind da, wer noch? Bist du da, Yo-Pai? Also nicht. Insgesamt habe ich jetzt 381.000 bezahlt für den John Deere 8400R. Aber das passt ja schon. Das passt alles. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zurück zum Hof. Yo-Pai war mal wieder nicht vor Ort. Leider.
So. Und dann passt das ja alles schon. Nee, dann muss ich es anders machen. So. Punktlandung. So, dann packen wir mal hier schon mal Saatgut rein. So, dann werden wir mal den Fendt reparieren. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Benzintank? Oder lieber so einen kleinen Anhänger? Ich kaufe mal lieber so einen Benzintank.
unsere Tankstelle hier. Dann passt das schon alles. Und ich sag da mal bis später.